Servus und grüß Gott und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute folgen wir einem Auftrag von Otto und Kuni und zwar einer Straightline-Mission über eine Distanz von 5,5 Kilometern zu unserem Biwakort, an dem wir unsere Nacht verbringen werden. Genau, am ersten Tag werden wir diese 5,5 Kilometer zurücklegen, dann werden wir ein Biwak aufschlagen, wir haben ein Hängematten-Setup dabei, werden dann was köcheln, eine Kleinigkeit schnitzen und einfach dann den Abend dort ausklingen lassen. Und am nächsten Tag werden wir dann wieder zum Startpunkt zurückwandern. Ob das dann auch Straightline sein wird oder über Wege, das werden wir dann spontan entscheiden. Kurze Randinformation für euch. Wir haben natürlich auch ein bisschen Gepäck dabei. Wir haben den Tasmanian Tiger Basepack in Form von 52 Litern Volumen. Relativ vollgepackt und du hast ein Gewicht von? So circa 18 Kilo. Und ich habe ein Gewicht von circa 24 Kilo dabei, weil ich noch sowas wie Pfanne und ein paar restliche sonstige Sachen eingepackt habe, die eben relativ schwer sind und dieses Gewicht in die Höhe treiben. Wenn ihr uns begleiten wollt bei unserem Biwak, bei unserem Straightline-Versuch, dann bleibt gerne beim Video dabei und... Was und? Viel Spaß beim Video. Ah, viel Spaß! Also, nochmal eine kleine Randinformation für euch. Wir versuchen euch während der Tour natürlich immer die Höhenmeter und die zurückgelegte Distanz sowie, wenn möglich, die Uhrzeit dazu einzublenden, damit ihr das einfach am besten mitverfolgen könnt. Wir haben jetzt hier den ersten Weg gekreuzt und jetzt geht es hier erstmal durchs Gebüsch straight hoch. Also während der Routenplanung und während der Routendurchführung haben wir uns so ein bisschen an Otto und Kuni orientiert. Das heißt, wir dürfen bei erheblichen Hindernissen 2 bis 2,5 Meter von der Route abweichen. Und die letzten Tage hat es... Ja, genau, es hat ziemlich stark geregnet, also es ist auch noch ziemlich feucht. Es macht das Ganze nur ein bisschen spannender noch. Zwar zeigt es halt auf der Uhr manchmal an, dass wir uns ein wenig von der Strecke abweichen. Jedoch hat es nur was mit den hohen Bäumen und dem GPS-Signal zu tun. Wie ihr seht, stehen wir gerade auf einem Fleck und man bewegt sich ein bisschen auf der Karte. Aber wir versuchen so gut wie möglich dort wirklich auf dem Track zu bleiben. So, hier sind wir schon ein wenig im dichteren Gewächs unterwegs. Da muss man sich jetzt natürlich erstmal durchkämpfen. Ich lasse jemanden Vortritt. Wie ihr seht, sind wir hier von Dornen umschlungen, umzingelt. Da geht natürlich immer ziemlich viel Zeit drauf, wenn man sich verhakt oder so. Aber da muss man durch. Wir bräuchten unser Messer. So, wir schlagen uns gerade ein bisschen hier den Weg frei, weil da durchzulaufen wäre Game Over. Haben uns hier auf jeden Fall kein einfaches Terrain rausgesucht. So, wir haben jetzt mittlerweile ein etwas höheres Hindernis vor uns. Ein paar Baumstämme. Überall Dorn. Circa einen Meter hoch. Oder 1,20 Meter.
Okay, dann bin ich wohl dran. Also, hier befindet sich ein umgefallener Baum, den wir jetzt übersteigen. Bis dort ragt er und da ist der Boden. Ja, also knappe 1,70, 1,60. Gebe ich dir mal lieber gerade. Ja. Dann gehe ich erstmal vor. Ja. Ich hab dir gesagt, unten durch. Okay, dann teste mal unten. Da müssen wir uns echt ein bisschen klein machen, um da durchzukommen. Wo hängt denn dein Rucksack? Ja. Unten durch war die richtige Variante. Am besten gibst du mir kurz mal eine Kamera. Warte. Schauen wir mal, wie sich der Kollege hier anstellt. Er meint ja, oben drüber ist einfacher. Glitschig. Tja. Springen. Ja. Sauber. Man hätte natürlich auch hier rumgehen können, aber GPS hat hier lang gesagt, also gehen wir hier lang. Okay. So. Oh, alles Mord. Und glitschig. Ja. Das ist vor allem das Schwere. So. Echt unglaublich, wie langsam man nur vorankommt. Das haben wir ganz anders eingeschätzt. Heute war das Wetter gar nicht so warm angesagt, aber man schwitzt trotzdem sehr stark. Hier sind natürlich überall Wege, aber wir müssen jetzt hier geradeaus durch. Ich habe aber schon auf der Karte gesehen, da wird auch ein kleines Bächlein sein. Vielleicht testen wir da mal einen Wasserfilter. Auf jeden Fall. Und holen uns ein bisschen Wasser. Und wir müssen auch mal was trinken. Durstig sind wir auf jeden Fall, ja. Dann auf geht's. Bisschen weiter links. Ja. Junge, Junge. Auch Dornen irgendwie da hinten. Boah, oh, das staubt so ordentlich raus, ey. Ja. Für mich geht das auch. Rein. Vor allem unten drunter befinden sich wohl irgendein. Überall Dornen. Vor allem mit kurzer Hose nicht so angenehm. Aber in der langen Hose, muss ich sagen, bleiben die ja auch stecken. Und wenn die richtig stecken bleiben, dann stechen die da auch irgendwann durch. Ja. Hast du kurz ein Messer? Ja. Wie denn? Brauchst du? Also eine Dorne auf Brust. Alter. Lass mal kurz rausholen. Ja, weil die Dornen sind hier auch auf Brusthöhe, deshalb das Ganze ist viel höher als erwartet. Wir stehen ja hier unten mit den Füßen drin und das Gebüsch geht einfach fast bis, ja, bis zu unserem Kopf. Und dann schneidet das Messer gut durch. Ja. Ja. Okay. Uiuiui. Vor allem geht es jetzt hier bergab und wir wissen nicht ganz genau, wohin es geht. Überall Dornen, das ist unglaublich. Auch was zu essen? Ja, gib mal was her.
sehen lecker aus. Ja. Kleine Beere gefunden. Ist stark. Ist nämlich überhalb von Hüfthöhe, also weit überhalb. Kann man da auch mal zubeißen. Ja. Also was wir hier gefunden haben zur Genüge, sind auf jeden Fall Brombeeren. Teste mal, ob die auch schmecken. Habe ich ja eben schon, die schmecken sehr gut. Oh, die ist hier ein bisschen kaputt, aber die meisten sind richtig gut aus. Ja. Oh. Das mundet, ne? Gut. Auf jeden Fall Glück, dass wir wasserdichte Schuhe haben. Das war aber der Bach, von dem ich gesprochen habe. Also hier nehmen wir jetzt erstmal kein Wasser. Weil wir haben eh noch unsere Flaschen. Und so einladend sieht die braune Brühe jetzt auch nicht aus. Auch wenn ich dem Wasserfilter vom Trail da ziemlich vertraue. Und hier kommen wir raus. Hier haben wir jetzt eine kleine Steigung, aber immerhin keine Dorn. Konnte da sein. Das sieht auch lecker aus. Dann zeig uns mal, dass du auch einen Kletterkuni kannst. Oh, geht's. Hat so gut. So, purer Luxus. Mal kurz ein paar Meter auf einem Waldweg zu laufen. Wir müssen aber gleich hier wieder rechts runter. So schnell wie der Weg da war, ist es auch wieder weg. Und der Komfort hat ein Ende, denn hier ist wieder alles bewachsen. Kämpfen wir uns mal durch. Gibt es jetzt erstmal einen kleinen Anstieg nach da oben, straight durch das Bewachsene da. Also wir müssen doch schon feststellen, wir beide schwitzen immens viel bei dem Anstieg und durch die ganzen Bücher, durch die man sich durchkämpft, ist er einfach sehr kräftezehrend und dazu kommt eben noch das ganze Blätterzeug und sonstige Naturmaterialien, die dann an der Haut kleben bleiben. Muss man durch, aber muss man durch. Wir schaffen das schon. Denkst du auch. Laut GPS gerade ein bisschen off-track. Das liegt ja an dem ganzen Blätterwerk. Aber eigentlich müssen wir ein bisschen weiter nach rechts, aber ich glaube, das stimmt nicht ganz. Deshalb nehmen wir uns das Hindernis gerade mit und klettern da drüber. Geht das da hinten runter? Das hat man gar nicht erwartet. Ja. Da fällt man fast. Ja, war eine kleine Rutschpartie. 2 Meter in die Tiefe. Jetzt bist du dran. So. Ich bin schon drüber. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der drüber muss. Ich habe mich vor allem auch an dem Moos dahinter so ein bisschen festgekrallt. Ja, sehr gut. Sauber. Steiler als es auf der Kamera aussieht. Schon ordentlich Höhenmeter, die man hier macht. Vor uns seht, das sind alles Brennnesseln. Also durch. So, mitten im Brennnesselfeld liegt ein größeres Steinchen. Ja.
für wenig Gewicht auf dem Rücken kein Hindernis, aber so muss man sich erstmal hochdrücken. Vor allem diese ganzen Brennnesseln sind gefühlt Brusthöhe, also gar nicht so ohne. So, wie so ein Stier treten wir hier rein. Nein, man rutscht da einfach nur ziemlich weg. Aber hoffentlich schafft das jetzt. Das sieht gut aus. Ja. Ich film dich mal. Weiter geht's. Ah, das Ganze geht ziemlich steil hier bergab. Eben habe ich noch gelacht, jetzt lachst du wahrscheinlich gleich. Ja, beziehungsweise für ihn bergauf. Boah, wie eine Katze. Stark. Kletterkuni. Jawohl. Also, wir sind mittlerweile auf der Bergkuppe angekommen. Auf der ersten größeren Bergkuppe sozusagen. Und wir legen hier unseren ersten Pausenpunkt ein. Haben die Rucksäcke mal abgestellt. Ja. Riegel gibt's für dich. Was Schönes zu trinken. Und dann, ja, gehen wir auch schon weiter. Endlich geht es für uns mal bergab. Den Berg, den wir gerade die ganze Zeit hochgestiegen sind, den steigen wir jetzt runter. Mein Rucksack hängt irgendwo. Naja, kommen wir raus. So. Okay. So, das sieht vielleicht nicht so steil aus, aber das ist schon, ja, wie viel sind das? Ja, 3 Meter? 3 Meter, ja. So circa, ne, die es da runter geht. Da wäre natürlich der einfache Weg, aber wir müssen so circa hier runter. Da müssen wir mal schauen, wie wir da gleich runterkommen. Also mit Rucksäcken sieht das eigentlich wie ein Ding der Unmöglichkeit aus, hier runterzukommen. Das heißt, wir ziehen die aus und geben die dann händig nach unten. Okay, dann gebe ich dir mal deinen Rucksack. Ja. Okay. Oh ja, meiner ist auf jeden Fall ein paar Kilo leichter. Digga, der ist. Okay, dann gehe ich angenehm jetzt noch runter. Puh, wir haben gerade eine ganz schöne Steigung hinter uns gelassen. Ist anstrengender als gedacht, ne? Das ist hier mal gerade echt angenehm zu laufen, muss man sagen. Ja, für uns geht es jetzt wieder bergunter. Ziemlich steiles Stück, das sieht man gar nicht so richtig auf der Kamera. Und unten im Tal müsste ein Bach oder fließendes Gewässer auf uns warten. Das hört man so ganz leicht. So, wir kommen dem Gewässer immer näher. Mal durch ein paar Dornen. Zeit für einen Wasserfilter. Auf geht's. Du hast dann mir ohnehin.
So, dann filtern wir mal das Gute. So. Super. So, wir haben gerade unsere Trinkressourcen nochmal aufgefüllt mit dem Wasserfilter. Und zwar müssen wir hier den Bach kreuzen und dann wird es mächtig steil da hoch. Also, uns ist gerade ein kleines Unglück passiert. Und zwar wollte ich meinen Messergriff säubern. Da war so eine verschmutzte Stelle und dabei ist mir die Messerspitze, also die Scheide hat sich gelöst und die Messerspitze, ja, seitwärts hier ins Handgelenk reingekommen. Ja, genau an die Stelle und es hat eigentlich mächtig geblutet. Jetzt, gut, habe ich mich erstmal verbunden, hoffe, dass das geht so und es war nichts Schlimmeres. Ja, muss mal gucken, wie das dann geht mit dem Klettern mit der Hand, aber ich bin auf jeden Fall gewillt weiterzumachen. Okay, zeig uns mal. Okay, an der Stelle müssen wir jetzt hier hoch, ziemlich steil. Mal schauen. Auf jeden Fall gut anstrengend. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sehen, wie steil das hier wirklich ist. Wäre kein Problem, wenn man im Zickzack hochgehen könnte, aber in der geraden Linie. Und da unten ist schon irgendwo der Bach, von da ganz unten kommen wir. Puh. So, hier müssen wir erst hoch. Also, let's go. Ja, die Lage sieht nicht so gut aus. Hier kommen wieder Dornen für uns. Ja. Müssen wir uns jetzt durchkämpfen. Berg hoch, Dornen ist nie so schön. So eine Scheiße, Rix. Spring einfach rein. Ja, gute Idee. Ja, einfach rein. Meine Beine sind verhakt. Junge, Junge, Dornen sind ekelhaft. Scheiße. Das sieht von hier gar nicht so schlimm aus, aber dort geht es halt so steil runter und das ist nur das Gebüsch, was dort so hoch aussieht. Und man will da natürlich auch nicht reinspringen. Und dann in die Dornen abrutschen. Oh. Kurz den Weg hier gekreuzt. Aber jetzt geht's auch schon wieder hier steil nach oben. Wir haben jetzt die vorgenommenen 5,5 Kilometer hinter uns gebracht, sogar ein wenig mehr, weil wir einfach hier bis zum nächsten Weg gelaufen sind.
Ich zeige euch gerade mal die Daten. Das Ganze hat sich in zwei Aufzeichnungsdaten gegliedert, weil einmal die Tour abgebrochen ist. So, aber ich zeige es euch mal gerade. Also die erste Tour, die wir heute zurückgelegt haben, das waren die 4,23 Kilometer. Dort haben wir 246 Höhenmeter zurückgelegt. Hier sieht man auch nochmal, dass wir in einer geraden Linie gelaufen sind. Und 2 Stunden 35 waren das. Und die zweite Tour war dann quasi, waren die restlichen 1,49 Kilometer, die wir gelaufen sind. Und das waren dann nochmal 114 Höhenmeter. Kombiniert sind das so circa 5,7 Kilometer, die wir dann gelaufen sind, und 360 Höhenmeter. Genau, wir suchen uns jetzt mal ein Örtchen, wo wir unser Lager aufschlagen, das Biwak, und nehmen euch dann weiter mit. Also wir sind jetzt an einem möglichen Biwakpunkt angekommen. Wir werden jetzt die ganze Umgebung erkunden. Das heißt, wir schauen, ob hier Jägersitze sind, ob hier Waldwege in der Nähe sind. Wenn nicht, dann bleiben wir hier und werden auf jeden Fall erstmal was essen. Also, wir setzen hier gerade und wollten unsere Tarps aufbauen. Und ganz in der Nähe ist unser Traktor hingefahren und hat seine Türen, ja, also hat den Motor ausgemacht und die Türen geöffnet. Und man hat auch Menschenstimmen gehört. Deswegen überlegen wir gerade mal, was wir machen, ob wir jetzt hier bleiben oder wir einfach weitergehen oder kurz abwarten und ruhig sind. Wir schauen mal. Also mittlerweile haben wir unser Lager errichtet. Im Himmel sieht es schon ein bisschen dunkler aus. Es kommt gar nicht so richtig rüber. Vermutlich werden wir da noch ein bisschen was umspannen, aber wir haben jetzt vor, erstmal was Richtiges zu essen, weil wir beide haben sehr, sehr starken Hunger. Und hier sind wir regengeschützt, falls es gleich regnen soll. Und ja, jetzt gibt es erstmal was zu essen. Also, wir köcheln aktuell meine Zucchini in der Pfanne. Und dann gibt es noch ein ordentliches Steak hier vom Schwein für mich und ein bisschen Fladenbrot sowie Barbecue-Soße. Und der Herr da hinten isst folgendes. Ein schönes Süppchen. Ich weiß gar nicht jetzt genau, was drin ist. Ich habe es auch schon weggeschmissen. Und hier so ein Olivenbrot. Schmeckt ganz gut. Und das verstehe ich nicht. Ich bin dann auch mal dran mit dem Essen. Bei mir haben die Steaks sich endlich fertig durchgebraten und ja, die Zucchini ist ein bisschen schwarz geworden. Fladenbrot, Barbecue-Soße. Das Schöne ist, es regnet. Man hört das. Herrliches Gefühl, herrliche Atmosphäre hier. Ja, jetzt genießen wir das Ganze und wir fühlen uns relativ müde von der Wanderung oder von dem Straight-Line-Versuch und erzählen euch nachher dann noch mal so ein kleines Feedback dazu. Aber so gefühlt könnte man sich einfach hinlegen und schlafen. Ja, das stimmt. So, ich habe mich dazu entschieden, doch auf dem Boden zu schlafen. Deshalb habe ich mich hier schon mit meinem Schlafsack ein bisschen gemütlich gemacht. Und hier wird jetzt die Hängematte zwischen den Bäumen aufgespannt. Das wird bestimmt auch ganz gemütlich.
man muss sagen, hier das eine Tarp tarnt sich wirklich schon sehr gut bei den Farben, die sich gerade so im Wald finden lassen. So, drin ist jetzt alles eingerichtet. Ich drehe mal kurz die Kamera. So, wenn man hier reinkommt, dann werde ich hier unten im Schlafsack schlafen. Und hier ist die Hängematte zwischen den zwei Bäumen gespannt. Genau. Leider kamen von dort hinten, wie schon vorhin erwähnt, noch weitere Geräusche. Auch irgendwie einmal kurz so ein Alarm. Ein Alarmton. Deshalb verhalten wir uns jetzt heute Abend ein bisschen ruhiger. Und ich denke mal, morgen früh, wenn dort auf jeden Fall nichts mehr sein wird, wird vielleicht noch das ein oder andere geschnitzt oder so. Aber ja, jetzt wollen wir das nicht unbedingt machen. Dort hinten gab es gerade aus der Richtung, wo wir dauernd Töne gehört haben, einen sehr, sehr lauten. So nah an so einem Schuss gewesen. Aber ja, mal schauen, was jetzt so passiert. Wir wählen unsere Spots, an denen wir schlafen, immer sehr weise aus. Und hier in der Gegend sind auch fast keine Hochsitzer. Der ist jetzt auch so gut 100 Meter, 100 Meter kommt hin, entfernt. Wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass dort heute noch jemand aufkreuzt. Deshalb auch eine neue Situation für uns. Aber wir schauen einfach mal. Wir denken jetzt nicht, dass hier jemand vorbeikommt, weil im Sichtfeld oder so sitzen wir nicht. Und wir hatten vorhin auch geschaut gehabt, die Schussrichtung ist in die andere Richtung. Also, ja, das spielt uns so ein bisschen in die Karten. Also, wir haben jetzt ein bisschen Zeit hier in der Hängematte und auf dem Boden-Setup verbracht und haben gerade eine Autotür gehört und ein startendes Auto. Ja, das gibt uns so den Aufschluss, dass der Jäger weggefahren sein muss und jetzt können wir uns wieder ein bisschen lauter oder beziehungsweise unbesorgter verhalten als vorhin und unser Biwak weiterhin genießen. So ist es. Oder jetzt erstmal genießen. Das erste Mal. Der Regen hat auch wieder angefangen. War einfach herrlich. Dieses Geräusch. Ist tatsächlich schon irgendwie seit 17 Uhr, 16 Uhr ziemlich dunkel und Sonne geht auch in so einer halben Stunde unter. Deshalb legen wir uns jetzt auch mal in die Schlafsäcke und melden uns, falls noch irgendwas Interessantes passiert. Wenn nicht, hört man uns dann wieder morgen. Genau. Morgen. Wir haben die Nacht jetzt hinter uns und es ist wieder hell geworden. Wir haben mittlerweile 7.30 Uhr ungefähr. Und ja, in der Nacht hat es einiges an Niederschlag gegeben. Ab und an hat es dann mal geregnet. Und die Nacht wurde auch kälter als erwartet. Die wurde ca. 12 Grad kalt. Und ja, mein Schlafsack. Da drin hat es mich ein bisschen gefröstelt, muss ich sagen. Ich bin aber auch nur in Unterhose und T-Shirt reingegangen und mittlerweile sitze ich in langer Hose und zwei Pullis hier im Schlafsack. Ja, das habe ich so gegen 5 Uhr nochmal umgezogen und der Kollege hat ja im Carinthia Tropen geschlafen. Wie war deine Nacht? Die war ziemlich angenehm. Also ich bin zwar jetzt auch nicht mit Unterhose reingeschlüpft, aber Komforttemperatur liegt ja bei bis zu 5 Grad geht das runter. Und deshalb war ich ziemlich locker.
Ja, das hört sich doch gut an. Und zwar haben wir eben gerade mal auf unsere Tracking-Uhren geschaut, wie viele Stunden wir circa geschlafen haben. Und seine Uhr zeigt an, dass er 7 Stunden 50, glaube ich, waren das. Und bei mir 7 Stunden 15 geschlafen haben. Also von der Länge her eigentlich total ausreichend. Nur hat sich die Nacht richtig unruhig für uns beide angefühlt, weil wir doch schon häufiger aufgewacht sind. Wir sind zwar relativ früh gestern Abend ins Bett gegangen oder schlafen gegangen, deswegen haben wir wahrscheinlich auch länger schlafen können, aber trotzdem sind wir andauernd aufgewacht die Nacht. Und ja, aber es fühlt sich doch ganz gut an, dass wir jetzt knapp über 7 Stunden geschlafen haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, frühstücken wir was, genießen hier noch ein bisschen die Atmosphäre. Also unsere Idee, die wir gestern hatten, scheint aufgegangen zu sein. Wir haben nämlich das Tarp extra so ein bisschen gespannt, dass wir in der Mitte Wasser sammeln können. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber es wäre einfach so eine Eventualität, wenn wir Wassernot gehabt hätten. Hätten wir das einfach durch den Wasserfilter durchjagen können und das hätten wir dann getrunken. Da kam doch schon mehr zusammen, als wir dachten. Hier hat sich nichts gesammelt, aber hier die Kuhle ist eben vollgelaufen. Und ja, das könnte man im Notfall verwenden. Also, wir sitzen jetzt hier unten auf der Bodenplane und nehmen unser erstes Frühstück zu uns. Für mich gibt es heute eine Banane, dann gibt es geröstete Mandeln, einen Haferriegel, der so circa 500 bis 550 Kalorien hat. Die kennt ihr ja aus meinen anderen Videos schon. Und ja, Magnesium und so eine Tablette da. Und du hast schon gefrühstückt, oder? Ich habe schon gefrühstückt, relativ ähnlich. Auch eine Banane, ein Y-Food. Ja. Ja, stark. Dann schauen wir mal, wir hatten vor, eventuell besuchen wir mal den Hochsitz da hinten, von dem wir Geräusche gehört haben. Und schauen, ob es da Spuren gibt, ob da wirklich heute Nacht jemand war. Muss ja nicht gewesen sein, wenn wir die Geräusche gehört haben, nur ob da noch irgendwas zu sehen ist. Und ja, wir schauen mal. So, wir machen uns jetzt mal auf den Weg vorne zum Hochsitz, von dem die Schüsse kamen, beziehungsweise der eine Schuss, der so ultra laut war. Ja, gehen erstmal langsam ran, schauen, dass da auch niemand mehr ist oder so. Ja. So, ihr könnt da hinten schon sehen, wo der Hochsitz sich befindet, und wenn wir uns umdrehen, dort hinten war der ganze Farn und dort links so ein bisschen davon war unser Lager. Genau. Also, wir sind jetzt unmittelbar vor dem Hochsitz. Und wir wollen jetzt mal schauen, ob wir hier frische Autospuren sehen oder Traktorspuren, weil wir gestern beides gehört haben. Und meiner Meinung nach sieht das Ganze danach aus, weil das alles hier Autospuren sind. Und einmal geht das in die Richtung und aus der Richtung. Und wahrscheinlich wurde hier gedreht oder vielleicht weitergefahren. Das ist die Richtung, in der unser Lager liegt, leicht rechts. Ja, und hinter der Hecke ist der Hochsitz. Ja, also der Hochsitz war jetzt eigentlich noch mal näher, als wir ihn
so schon erwartet haben. Aber besondere Sachen konnten wir dort jetzt nicht irgendwie spotten, obwohl der Hochsitz war offen. Ne? Ja, und da hat irgendwas vorne rausgeschaut. Ja, ein weißes Tuch und sah irgendwie aus wie ein ja, simulierter Gewehrlauf. Oh, das kann eigentlich nicht sein. Da war ja keine Person. Ich mache mich erstmal auf die Suche nach ein wenig Material zum Schnitzen. Da wollten wir ja noch ein kleines Mini-Projekt machen. Ja, da schaue ich jetzt mal nach. So, wir haben jetzt eben eine Kleinigkeit zum Schnitzen besorgt. Dort hatten wir extra einen Ast genommen, der eh falsch gewachsen ist und der früher oder später eh abgetrennt worden wäre. Und mit den, fokussiert ins Gesicht, aber ihr seht es ungefähr, mit den beiden Stücken sind wir jetzt hier zurückgekehrt und schauen erstmal, was wir daraus machen. Ja, vermutlich wird das bei mir eine Figur oder ein Kopf sein, den ich versuche zu schnitzen. Und ich weiß noch gar nicht so richtig, wie das aussehen soll, aber das ist so grob das, was ich mir vorgenommen habe. Ja, in der Spontanität liegt die Kreativität, ne? So, ich habe mir vor kurzem hier das neue Messer hier geholt. Das ist ein THC Southpool. Unboxing folgt auch bald und ich habe es jetzt mal ein wenig beim Hacken vorhin ausprobiert. Liegt auf jeden Fall gut in der Hand mit dem Griff, aber ja, in ein paar Wochen oder so gibt es nochmal ein genaueres Review dazu. Ja, dann fangen wir erstmal an mit dem Schnitzen. Ne? So, erstmal mache ich das hier oben ein wenig. Ah, hier ist eine Verästelung. Nehme ich vielleicht besser die andere Seite. Aber ich will es ja erstmal hinbekommen, jetzt oben quasi einen ziemlich runden Kopf irgendwie zu schaffen. Mal schauen, wie ich das hinbekomme, aber ja. Vorerst entrinde ich es einmal alles. Das geht auch richtig gut. Ich versuche ja erstmal oben das Ganze abzurunden. Es nimmt so langsam ein wenig Form an. Aber ist auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Deshalb geht es jetzt weiter. Was schnitzt du uns da Schönes? ich versuche mich an einer Schachfigur, dem Bauern. Aber ob der was wird, werde ich dann wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit merken. Ja, bei mir sieht das Ganze bisher so aus, dass ich den Kopf relativ kugelförmig schon geschnitzt habe und hier versuche ich die erste Einkerbung zu setzen, die dann einmal rundherum geht und der Kopf wird dann komplett eine Kugel darstellen, sollen und unten so. Der Korpus, ich weiß nicht so richtig, was ich mit dem anfangen möchte. Allerdings habe ich mir mein Schneidebrett geholt, das ich eigentlich gestern Abend noch für die Zucchini- und Schweinerückensteaks benutzt habe. Und das nutze ich jetzt so ein bisschen als Unterlage, um besser und sicherer Druck aufbauen zu können und diese Kerbe eben hier reinschnitzen zu können. Also wir haben die, Problematik, dass wir uns erneut verletzt haben. Wir sind beides Spezialisten. Ja. Nicht nur gestern. Ich, sondern jetzt auch er, und zwar, wie hast du das geschafft? Ja, halt beim Schnitzen, ne? Ich habe die eine Hand an einer ungünstigen Stelle gehalten, aber ist jetzt auch nichts allzu Wildes, nur ein klein bisschen reingeschnitten, also passt schon. Aber muss man natürlich aufpassen, ne? Ja, der Bruder hat rumgezappelt wie ein Aal, also yeah. Ich dachte, er hat sich den ganzen Finger abgebrannt, aber nein. Es ging. Wir verarzten ihn jetzt und dann schauen wir mal, was daraus wird.
Also ich lege jetzt eine kleine Pause ein vom Schnitzen. Und zwar gibt es jetzt für mich Muschelnudeln mit Frühlingsgemüse. Die kann man einfach so aufkochen mit ein bisschen Wasser. In 9 Minuten steht hier. Und die lasse ich mir jetzt schmecken. So, für mich gibt es jetzt bei herrlichstem Regenwetter eine kleine Mahlzeit. Muschelnudeln sind fertig gekocht worden, schmecken solide. Der Herr schnitzt noch ein bisschen weiter. Ja, so ein Ding ohne Säge abzutrennen oder mittig zu kürzen ist gar nicht mal so einfach, wenn man es gerade haben möchte. Also bei uns sammelt sich der Regen in dieser Kuhle so immens oder läuft auch an dem anderen Farb von der Seite nach unten und tropft dann dementsprechend an der Kuhle erst nach unten, dass sich das Ganze ziemlich durchhängt. Und ja, man hört es die ganze Zeit, also es regnet relativ stark, deswegen tropft es auch richtig stark. So, ich bin jetzt auch endlich mal fertig mit meinem Schnitzprojekt. Während er schon gegessen hat, war ich noch ein bisschen am Schnitzen. Aber ich hatte ja natürlich auch eine kleine Pause wegen meiner Verletzung. So, damit bin ich jetzt um die Ecke gekommen. Mein Ziel war es, einen Bauern aus dem Schach zu schnitzen. Ja, so sieht es jetzt aus. Hat ein bisschen viele Ecken und Kanten noch. Also das verfeinere ich vielleicht nochmal. Aber weil wir jetzt nicht mehr allzu viel Zeit haben, habe ich es jetzt dabei belassen. Er steht auch, wenn man ihn richtig hinstellt. So sieht das Ganze aus. Ich habe mal gerade hingestellt für euch. Ja, ich bin relativ zufrieden damit. Ich habe gedacht, dass es schlimmer aussehen wird, aber die Form habe ich eigentlich ganz gut getroffen. Ja, nur die Feinheiten müsste man ein bisschen noch kletten. Genau. Also, nachdem ich die kleine Stärkung gerade zu mir genommen habe, bin ich auch fertig geworden mit meinem Schnitzprojekt. Und zwar sieht das aus wie ein Pilz. Also relativ runder Kopf oben, hier relativ gerade an der Stelle und ein Stiel. Sieht eigentlich wie so ein Parasolpilz aus, der nicht geöffnet ist. Das könnte man sich so vorstellen. Und ja, das Ganze hat uns jetzt circa, was war das, 45 Minuten bis eine Stunde gekostet. Ja. Ja. Und für uns geht es jetzt gleich ans Abbauen. Da hinten hängt das Wasser in der Plane. Das muss erstmal ausgeschüttet werden dann. Und ja, es regnet. Das ist ein bisschen missgünstig für uns beim Abbau. Aber nichtsdestotrotz, wir fangen dann gleich mal an. In der Mitte wird das Ding immer so fester. In jedem Fall, das Ding ist ein Ding. Spannend. Also, wie ihr sehen könnt, hat es aufgehört zu regnen und wir haben den Platz bisher sauber hinterlassen, natürlich den Müll wieder beseitigt, den wir mitgebracht haben. Und für uns geht es jetzt auf den Heimweg. Und wie lang wird der in etwa sein?
Ja, das werden circa 7 bis 7,5 Kilometer sein. Dann sind wir wieder bei unserem Startpunkt. Und ja. Wir sind ja gerade am Zurücklaufen und echt, sieht richtig mystisch heute aus. Ich habe euch mal gerade so einen Roundblick gezeigt. Was wir auf jeden Fall sagen müssen, wir haben uns eben so ein bisschen was aus der Straightline Challenge mitgenommen. Und zwar wollte uns die Navigation zurück zum Start ein wenig umständlich führen. Und da sind wir auch einfach querfeldein mal gelaufen und dadurch spart man auf jeden Fall ab und zu ziemlich viel Zeit, solange keine Dornen oder so da sind, ne? So, hier haben wir uns auch kurz entschlossen, einfach querfeldein hier den Abhang runter, weil sonst müssen wir da irgendwie S-kurvenförmig einen richtigen Umweg laufen. Deshalb, auf geht's. Natürlich rutschig von gestern und heute, dem Regen. Aber immer noch besser als unnötige Kilometer zu laufen. Natürlich jetzt nicht komplett straightline, was wir hier laufen. Aber ja. Hier geht's jetzt weiter. Also unsere kurze gerade Linie, die wir gelaufen sind zur Abkürzung, haben wir jetzt beendet und sind mittlerweile wieder auf normalen Wegen unterwegs. So, wir füllen jetzt hier nochmal ein wenig Wasser nach. Ja, da haben wir gerade eben ein Tier gesehen. Ich glaube, es war ein Reiher. Ja, sowas in der Art. Und der kam einfach hier rechts aus dem Bachgemünde hier hochgeflogen zwischen den Bäumen. Hat uns eigentlich erst erschreckt, dass der überhaupt da unten saß. Ja, kam ganz unerwartet, aber eine schöne Begegnung. Also, wir haben eben unsere Regenjacken ausgezogen. Vor gefühlt 5 bis 10 Minuten. Und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Das kann man wahrscheinlich gar nicht so gut erkennen, aber na gut, vielleicht müssen wir die gleich wieder anziehen, je nachdem wie stark es regnet. Also, wir sind mittlerweile auf unserem letzten richtigen Anstieg bis zum Endzielpunkt hin. Und es fängt wieder kräftig an zu regnen. Wir sind aber derzeit im Wald, das heißt, sind etwas geschützter davon. Und zugleich hat es ja eine kühlende Wirkung. Und dann müssen wir uns auch nicht so einen abschwitzen in den Regenjacken. Genau. Also, echt gut.
war gerade ein Reh. Ich weiß nicht, ob ihr es noch auf der Kamera gesehen habt. Aber es ist halt ein bisschen schlecht mit der Kamera, weil das Objektiv, das ich drauf habe, hat keinen Zoom. Deshalb, ja, ich schau mal dann im Nachhinein, ob ich es irgendwie für euch ranzoomen kann. Also, damit sind wir fast am Ende des Videos angekommen. Wir haben jetzt noch circa 10 Minuten, bis unser Zielpunkt erreicht wird, von uns zu gehen. Und wir wollen uns mal kurz die Tour von gestern noch mal ins Gedächtnis rufen und euch ein paar Dinge dazu erzählen. Wir sind ja gestern gestartet und haben versucht, 5,5 beziehungsweise es sind eher 5,7 Kilometer geworden, genau, Straight Line zu laufen, nach dem Motto, wie es Otto und Kuni eben getan haben. Und kleines Fazit dazu, wie war das für dich? Also wir haben ja um Längen nicht die 50 Kilometer jetzt von Otto und Kuni versucht, jedoch haben wir uns ja 5,5 Kilometer vorgenommen und man hat schon auf diesen 5,5 Kilometern gemerkt, wie anstrengend das eigentlich ist, vor allem wenn man sich so ein Gebiet raussucht, wie wir es jetzt gemacht haben, mit vielen Höhenmetern und dann, wenn die ganzen Dornbüsche noch im Weg sind und so weiter, zerrt es ganz schön an den Kräften und auch an den Nerven. Da ist auf jeden Fall Durchhaltevermögen gefragt. Ja, also das kann ich nur bestätigen. Wir haben vor allem gemerkt, dass es mental auch fordernd ist, sowas durchzuhalten, weil wir haben jetzt für die 5,7 Kilometer circa 3,5 Stunden oder 4 Stunden gebraucht insgesamt und das läuft sich ja normalerweise einfach so in einer Stunde oder in 50 Minuten runter. Als problematisch würde ich ansehen, dass ich jetzt kurze Kleidung genutzt hatte. Das würde ich beim nächsten Versuch, falls wir das überhaupt nochmal versuchen werden, auf jeden Fall ändern, weil die ganzen Dornen, die Brennnesseln, die haben einfach die ganzen Beine dann massakriert. Und ansonsten war es aber eine schöne Herausforderung, die wir gerne mitgemacht haben. Und ja, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Ja, danke an Otto und Kuni auf jeden Fall, dass ihr so coole Projekte mit der Community überhaupt macht. Was ich noch ergänzen könnte, das Biwak, was wir dann gemacht haben, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hatte auch ein bisschen Spannung dabei mit dem Hochsitz und dem Jäger. Und das Schnitzen war auch gut. Wir haben uns zwar beide ein bisschen verletzt, aber ich denke, das heilt auch wieder gut weg. Das denke ich auch. Und vor allem war das Biwak schön, weil wir eine schöne Regenatmosphäre währenddessen hatten. Das hat uns sehr fasziniert währenddessen und wir würden sagen, wir sind damit am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns ein Like und lasst ruhig ein Abo da. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns das wie immer schön in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Servus und grüß Gott.